Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Rogue Legacy. Noch zwei Dinge, die mir aufgefallen sind, jetzt hier gerade in der Aufnahmepause, jetzt hier auf dem Startbildschirm. Hier einmal Hausregeln aktivieren kann man dann anstellen. Passe deine Kampagne an, wenn du ein, also da kann man irgendwie sich das Spiel leichter und schwerer machen und so weiter. So, jetzt müssen wir mal gucken, was das soll. Passe deine Kampagne an, wenn du eine größere oder kleinere Herausforderung willst. Das RPG-System wurde entworfen, um allen Spielern unabhängig von ihrer Expertise zu erlauben, das Ende zu erreichen. Für deine erste Erfahrung würden wir dir ans Herz legen, bei den Grundeinstellungen zu bleiben. Jo, da könnte man jetzt zum Beispiel irgendwelche Dinge dann zum Beispiel an- oder ausstellen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was hier steht. Ändert, wie viel Leben ein Gegner hat. Ach so, und jetzt werden auch irgendwie irgendwelche Erfolge freigeschaltet. Das war die ganze Zeit auch noch gesperrt, aber das haben sie anscheinend jetzt dann auch aktiviert. So. 90% empfiehlt, oder Leben empfiehlt sich für eine entspanntere Erfahrung. Kann ich das runterstellen bis sonst wohin? Ja, krass. Gegnerisches Leben 200%. Macht das dann irgendwas noch aus an den XP oder was, was ich da bekomme oder so? Nee, ne? Weiß ich aber auch nicht. So, und jetzt mal hier. Zeitlupe beim Zielen und so weiter. Kann man dann alles verstellen, höher stellen, wie auch immer. Ist klar. Flug nach Bedarf aktivieren. Gegnerischen Kontaktschaden. Ja, und da kann man halt, wie gesagt, Anzeige der Schwierigkeitsstufe aus. Willst du angeben, zeig deine selbstgemachten Schwierigkeitseinstellungen. Machen wir das mal gerade. Was soll das jetzt? Rang 5000. Hä? Keine Ahnung. Achso, wenn ich das dann verändere zum Beispiel, gegnerisches Leben. War das oben das? Mit dem Rang da? Aha. Wird jetzt da irgendwas... Jetzt habe ich das gegnerische Leben hochgedreht. Kriege ich jetzt mehr XP? 60 EP, ne, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ups, Augie. Jetzt hätte ich müssen den gleichen Gegner einfach mal wieder umlegen hier. Das interessiert mich nur mal, ob man dann irgendwelche Bonis noch davon erhält. Jetzt hier Gold schon mal nicht. Ja, da kann man halt, wie gesagt, sich das Spiel noch ein bisschen angenehmer gestalten und so weiter. Ich finde solche Sachen oft nicht ganz so geil. Und würde es eigentlich beim normalen Durchgang lassen, sage ich mal. So. Wobei es auch helfen könnte, am Anfang ein paar Sachen zu erspielen. Und was weiß ich, keine Ahnung. So, jetzt können wir auch hier wieder gucken. Was können wir hier machen? Das Ding kennen wir noch nicht. Efeu kostet nicht so viel. Würde uns nicht so krass runterdrücken mit der Entschlossenheit. Und hier Zwillingsschild des Achilleus. Ist direkt ein Zwillingsschild? Ach so, weil ich das doppelt kaufen kann oder darf und das hier nicht oder was, weil es nicht möglich ist. Machen wir also mal ein Schild doppelt direkt. Keine Ahnung, vielleicht bringt es ja irgendwas. Wir verlieren jetzt massiv Leben. Ist klar. Gucken wir einfach mal. Wenn du über 50% Leben hast, verursachen deine Zauber und Waffen 20% mehr Schaden. Oh, krass. Aber wir fallen natürlich vom Leben her ordentlich runter. Haben keine Entschlossenheit mehr. Und das habe ich jetzt doppelt drin, oder was? Habe ich jetzt doppelt so ein Schild da drin. Ja, mal zwei. Das ist schon krass. Das ist schon nicht schlecht. Hier sieht man auch die ganze Ausrüstung, die ich dann trage und so weiter und so fort. Ja, so langsam kriege ich da so ein bisschen Durchblick. Mit den Hausregeln da, ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Klar, man kann dann, wie gesagt, hier oben ein bisschen angeben oder sowas. Kann sich das Spiel erschweren und so oder erleichtern, wie auch immer. Jetzt kann ich es ja mal... Ja, das ist eine doofe Stelle. Ich mache gleich mal einen leichten Gegner, der am besten doppelt kommt oder sowas. Ob ich da irgendeinen Vorteil davon habe, wenn ich das dann so einstelle. Es fühlt sich für mich aber nicht so an. Man hat dann so ein gewisses... Ja, einen gewissen Bereich, wo man agieren darf und das war's halt. Ah, und hier haben wir auch wieder... Was war das hier? Achso, hier kann ich meine Waffe ändern, ne? Giftbombe. Jo, machen wir mal. Jetzt kriege ich, glaube ich, den Zauber ausgewechselt, oder? Gedrückt halten, um zu zielen, fügt Gift zu. Genau. Mir auch? Nö, alles klar.
So, genau das hatten wir ja schon mal gelesen mit der Kuriositäten der Macht. Und da steht jetzt auch Danke drauf, was vorher auch nicht da stand. Also man sieht so, gewisse Änderungen sind jetzt schon am Start. Rüstung wollte ich mir noch angucken, was das jetzt wirklich genau bringt. Keine Ahnung. Wir machen auf jeden Fall deutlich mehr Schaden jetzt. Hier habe ich leider nicht zwei Gegner. Oh doch, jetzt hätte ich zwei Gegner gehabt, wenn ich mir es doch gemerkt hätte. 62 EP geben die immer noch. Gehen wir mal auf die Hausregeln und machen mal die Gegner, das gegnerische Leben mal richtig hoch. Das müsste sich ja deutlich merken. Ja, mache ich den Schaden auch mal höher. So, haben wir einen höheren Rang, weil das Ding hier unten ist ja ungefährlich. Ne, passiert nichts und Gold bekomme ich auch nichts. Was das mit dem Rang ausmacht mit den Hausregeln, ich weiß es nicht. Wie gesagt, grundsätzlich würde ich mal sagen, ihr könnt euch halt das Spiel so etwas erleichtern. Ja. Oder halt eben erschweren, je nachdem, wie man es möchte. So, ich würde sagen, die machen wir aus. Und jetzt ist alles wieder normal. Gehe ich mal davon aus, oder? Ich kann es ja trotzdem mal auf normale Werte stellen. Nicht, dass es da irgendwelche Bugs gibt oder sowas. So, also ganz normaler Spieldurchlauf. Hausregeln haben wir mal gesehen. So, wunderschön. Ja, aber kann man vielleicht mal drauf eingehen und dann das hier, Held in Ruhestand schicken? Bist du dir sicher, dass du diesen Helden in den Ruhestand schicken willst? Nein, bin ich eigentlich nicht, aber gleich, wenn ich mal kein Leben mehr habe oder so, können wir das halt mal testen, was das dann vielleicht genauer bringt. Jetzt kriege ich natürlich Schaden hier ab. Hat man jetzt irgendwas mit dem Rüstwert gesehen? Also oben der Rüstwert scheint noch am Start zu sein. Ah, jetzt sind wir wieder am Trockensee, wo wir diese Lampe da brauchen. Sonst geht da nichts, ne? Jo. Ah, hier kriege ich aber trotzdem Leben, sehr schön. So, werden wir uns mal wohin porten? Ja, das ist gut. Können wir machen. Ja, krass, macht direkt richtig Bock. Ich werde dann auch später mal in weiteren Durchgängen schon mal so Farmrunden oder sowas vielleicht schon mal einstreuen, wo ich privat auch mal so hochzocke, wenn wir so ein bisschen was im Spiel gesehen haben und Bescheid wissen und so. So will ich es vielleicht mal ausdrücken. So, der Duellant, wie gesagt, mit seiner Ausweichrolle finde ich halt persönlich absolut mega. Und ja, da geht schon einiges. Oh, das war nicht so geil. Ah, hier, minus 19, minus 7. Das heißt, Rüstung ist eine direkte Schadensreduktion. Das ist nice. Das ist nice. Eine dauerhaft direkte Schadensreduktion. Das ist schon sehr krass eigentlich. Das sind ja hier in dem Fall, keine Ahnung. Ah, da unten können wir die Mauer zerstören. Genau. Mit dem magischen Angriff. Das hatten wir ja im Tutorial gelernt. Das ist nicht so geil. Ich hoffe, meine Annahmen stimmen jetzt da mit der Rüstung, aber es sieht nur so aus. Da müssen wir eigentlich gucken, dass wir noch Rüstung zusammenbekommen. Das ist schon heftig. Autschi. Ja, hier auch nochmal. Ah, aber Rüstung wird nicht immer aktiviert oder was? Weil einmal habe ich jetzt auch normalen Schaden bekommen, oder? War das so? Keine Ahnung. Oder war es mein eigener Schaden, den ich da gerade gesehen habe? Keine Ahnung, was da los war. Ja, so oder so ist es definitiv nicht schlecht, eine schöne, starke Rüstung zu tragen. Oh, das könnte gefährlich werden. Hallo. Gib Gas. Sehr schön. Und wieder ein bisschen Gold abgestaubt. Oh, schon viel Gold abgestaubt. Krass. So, und jetzt sind wir an der Stelle. Hier war ich noch nicht. Okay, nochmal eine Truhe. Können wir eigentlich machen. Ist nicht so schwer zu erreichen. Und wieder schön Gold und was weiß ich. Warum habe ich keinen Schaden bekommen? Voll Glück gehabt. Sehr geil. So, irgendwas muss ich aber übersehen haben. Wir haben doch hier eigentlich schon viel gemacht. Und trotzdem bin ich nicht beim Bossraum. Ah, da unten. Unten rechts ging es eventuell zum Bossraum weiter, oder? Stimmt das? Ja, ich muss hier rum, dann hier runter, dann hier nach rechts, nochmal nach rechts, nochmal nach rechts, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann ging es, glaube ich, dort weiter. Oh, nicht aufgepasst, bitter. So, Leben habe ich ja noch ein bisschen. Gut, mein Achilles-Schwert da ist... Ah, ne, hier muss ich runter oder so. Ah, genau, und hier unten, da habe ich noch wenig gemacht oder so. War das so? Keine Ahnung. Hier könnte man nochmal runter. Ja, hier nach rechts. Doppelt nach rechts. Ja, macht richtig Bock.
So, gib mir noch XP. Geschick können wir natürlich auch jetzt noch leveln mit unserem Char hier. Also generell, dass wir so langsam Richtung Stärke oder schon eine solide Stärke auch mit dem Schwert und so weiter haben. Jetzt ist natürlich auch geil, irgendwann Richtung Geschick zu gehen und mehr Crit-Damage zu machen und so. Das ist natürlich auch... Oh, nicht schlecht. Ja, egal. Ist nicht schlimm. Jetzt hätte ich dir noch einen Ruhestand schicken können. Das wäre vielleicht noch sinnvoll gewesen. Hier, Geschick plus 1%. Ist natürlich jetzt alles prozentual noch nicht so krass wichtig und geil. 1% von nix ist halt immer noch nix. Ist klar. So, wir haben ein bisschen was erledigt. Haben ein bisschen was gefunden. Ich würde jetzt trotzdem... Der Waldläufer hat, glaube ich, Stärke gegeben, ne? Barbar auch, ne? Eigentlich wäre Barbar. Wobei wir hier... Ne, ich glaube, wir machen den mal. Der hat nämlich echt gute, also gute Werte. Die Stefanie, die dritte. Eine gute Nachfolgerin. Nochmal ein Duelland. So, jetzt werden wir den Koch freispielen. Werden da auch neue Möglichkeiten eventuell sehen. So, ab, hau sie in die Pfanne. Sie wurden seit ihrer Kindheit ausgebildet, um für Könige zu kochen, bis sie heraus hatten, dass Pizza gut genug ist. Das sieht auch so geil aus mit dem Kochhut über der Rüstung. Köche setzen ihre kulinarischen Fähigkeiten ein, um ihren Feinden im wahrsten Sinne des Wortes eins überzubraten. Möchtest du zu dieser Klasse wechseln? Nein, eigentlich nicht. Im Moment nicht. So, was kriegen wir hier? Steigere Fokus, um Schaden von Zaubervolltreffern zu erhöhen. Tränke laden dein Klassentalent wieder auf. Ein sicherer Ort für Experimente. Okay, stimmt, da unten müsste doch... Ah, genau, das hier. Das ist doch wichtig. Ah, nein! Ich habe jetzt ausgerechnet genug Kohle. Gold, das an Charon gegeben wird, erhöht deine Werte. Ist die Frage, wie stark? Und hier mehr Goldgewinn für gewisse Sachen ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, ist schon krass. Jetzt geht's halt so langsam los, ne? Hier könnte man den Assassinen freischalten, aber erst auf späterer Stufe. Vitalitätssteigerung. Oder XP-Gewinn ist auch zu teuer. Ja, genau. Und hier hätten wir das Runengewicht, das ich erhöhen könnte. Oder das Ausrüstungsgewicht. Oder mir halt einfach noch weitere Dinge kaufen. Mal gucken, was der Schmied noch so anbietet. So. Da hätten wir noch den Helm da, den könnten wir kaufen, da geht die Vitalität hoch, da hätten wir mehr Leben bei den Klassen und hier hätten wir mehr Int. Weiß ich nicht. Gut, irgendwann muss ich den Kram eh kaufen. Haut mich aber nicht so vom Hocker. Und was hatten wir hier noch? Vampirismus ist getragen. Die Runengewichtsbegrenzung gibt es ja in dem Sinne. Es gibt zwar ein Runengewicht, klar, sehe ich, aber... Plus 10, hier plus 20. Jo, Gier. Münzmagnetreichweite kaufen. Ja, es ist jetzt nicht prickelnd, aber könnte ich halt definitiv mal mitnehmen. Hilft so ein bisschen halt, die ein oder andere Münze mehr anzuziehen, die ich vorher nicht gehabt hätte. So, wie gesagt, Runengewichtsbegrenzung hat ja keinen Malus. Das wollte ich eigentlich sagen. Also kann ich schon gucken, dass ich die Runen schnell baue, die Rüstungen so semi-schnell baue. Je nachdem, ob sie mir helfen oder nicht. Vitalität hier kann man eventuell auch noch mitnehmen. Dann bin ich aber schwer, oder was? Ich bin schon schwer. Okay, also müssen wir auch so langsam gucken, dass ich Ausrüstungsgewicht generell erhöhe. Jetzt bin ich klobig schon, okay. Wenn ich die Vitalität hier mitnehme. Ja, machen wir trotzdem. Achso, hier sieht man ja auch meine gesamten Werte, oder was? Stärke, Geschick, Waffen, Volltreffer. Ja, Geschick müssen wir auf jeden Fall hochbekommen. Jo. Machen wir dann mal so. Ja, wir sind halt klobig jetzt. Egal, was soll's. Und wir haben noch 500 Gold und die werde ich noch in irgendeinen Statuseffekt hier reinsetzen. Am besten irgendwas mit Stärke. So ist es. Gucken wir uns doch einfach an, ob wirklich die Werte hier übereinstimmen, dass ich das abschätzen kann, weil das mag ich bei Spielen halt gar nicht, wenn ich das gar nicht abschätzen kann, was bedeutet plus 1 überhaupt, also plus 1 bei 80 plus 1 ist halt 81 und ist nicht so stark wie vielleicht bei 20 plus 1, ja deswegen, aber ja, ich hätte es auch in den Statuswerten nachschauen können und so, wir machen es jetzt mal so, alles klar und jetzt gucken wir uns das nochmal an, ja alles klar, es war eigentlich klar, dass es stimmt.
Und Stärke ist ein direkter Schadensskalierungswert, oder was? Ich nehme es mal so an, oder? Also machen wir jetzt ordentlich Schaden wieder. Mehr. Haben ein bisschen mehr Geschick. Koch können wir noch gerade schauen. Und ich gucke mal gerade, wie viel Gold ich jetzt in dem Durchgang brauche, um hier Wohltätigkeitskerker freizuschalten. Das ist nämlich wichtig. 1310 sollten wir jetzt erreichen. Wir haben einen guten Char dafür. Wir gucken uns noch an, was der Koch bringt. So, was haben wir hier? Ja, Ritter, Walküre. Macht natürlich jetzt auch Sinn, da ein bisschen was zu machen. Genau wie beim Waldläufer. Plus Stärke ist auch sehr stark. Barbar ist Vitalität, sehe ich gerade. Aber alles Prozent. Köchin ist Fokus. Das war der Zauber-Volltrefferschaden oder sowas. Und natürlich macht es auch Sinn, die gewissen Charakterklassen hochzuleveln, um halt das Runengewicht hier auch hochzudrücken. Dann kann ich umso mehr Runen kann ich tragen. Ist natürlich auch geil. Ja, hat eine schöne Kurve, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.